Heute Morgen habe ich einen Bericht in der Zeitung gelesen über eine Frau, die sich gegen Covid-19 nicht impfen lassen kann. Darüber habe ich mir den ganzen Vormittag Gedanken gemacht und diese Gedanken, die erkläre ich euch gern im Video. Vorneweg gesagt, es geht nicht um Leute, die sich nicht impfen lassen können, weil ihr Gewissen dagegen spricht oder ihre Auffassung von der Welt dagegen spricht, sondern um Leute, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Es gibt leider überhaupt keine Zahlen dafür, wie viele Menschen das betrifft. Es gibt da ganz unterschiedliche Schätzungen. Einige reden von ein paar Tausend, einige reden von ein paar Tausend mehr, aber die Lage ist hier völlig unklar. Gerade die medizinische Welt streitet sich, wer darf sich denn jetzt eigentlich nicht impfen lassen und wer kann sich doch noch impfen lassen? Da gehen die Meinungen wohl auseinander. Eins ist aber sicher klar, Menschen, die eine medizinische Vorerkrankung haben, die es nicht zulässt, dass man sich impfen lassen kann, die dürfen auf gar keinen Fall an Corona erkranken. Das bedeutet, dass deren Freiheit wirklich seit Monaten, ja seit Jahren, wirklich eingeschränkt und bedroht ist. Die leben ja quasi die ganze Zeit in einem freiwilligen Lockdown, weil sie Angst haben müssen, sich zu infizieren. Also wenn jemand sich beschweren darf darüber, dass seine Freiheiten eingeschränkt werden, dann Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht gegen Covid-19 impfen lassen können. Dann kommt noch hinzu, dass diese Menschen kein wirkliches anerkanntes Zertifikat haben, dass sie sich nicht impfen lassen können. Das wird dann mal von diesem Arzt, mal von jenem Arzt bestätigt und in einer Situation, wo es da draußen sehr viele Menschen gibt, die ihre Impfausweise fälschen, begegnet man den Zertifikaten der Menschen, die sich nicht impfen lassen können, mit sehr großer Skepsis und die müssen selber ständig überall beweisen, dass sie sich wirklich nicht impfen lassen können und müssen mit allen möglichen Leuten Diskussionen darüber führen. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Es braucht jetzt mittlerweile mal klare Bestimmungen, die sagen, diese Gruppe von Leuten kann sich wirklich nicht impfen lassen und das zertifizieren wir ganz offiziell vom Staat und das kommt dann in die Corona-Warn-App oder das kommt in den Kopfpass oder was auch immer, so dass jeder weiß, aha, das ist wirklich so, dieser Mensch kann sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen. Das muss jetzt wirklich kommen. Diese Menschen leben seit Monaten im Lockdown und das bisschen Freiheit, was sie haben können, das muss ihnen auch garantiert werden. Dann brauchen die Leute aber noch andere Hilfe, Zuwendungen, wie wir sie aus dem Anfang der Pandemie kennen, wo junge Menschen angeboten haben, für andere einkaufen zu gehen oder andere Dienste für sie zu tun. Gerade mein Laden, die Kirche, aber auch andere Sozialverbände müssen sich Hilfen überlegen, wie sie Menschen erreichen, die sich nicht impfen lassen dürfen, wie man denen weiterhelfen kann, wie man denen über digitalen Weg zum Beispiel zu sozialen Kontakten verhelfen kann und so weiter, weil gerade bei dieser Gruppe Menschen sind eine Menge ältere Herrschaften dabei, die sich vielleicht in der digitalen Welt noch nicht auskennen. Da liegt eine Aufgabe für alle, die sich im Sozialwesen engagieren. Mir ist klar, dass die Situation schwierig ist. Es ist sehr, sehr strittig, wer sich denn überhaupt impfen lassen kann, wer sich impfen lassen muss und für wen es medizinisch verboten ist, sich impfen zu lassen. Aber gerade weil die Situation so schwierig ist, müssen wir zuhören, müssen wir gucken, was für Gründe bringen die Menschen vor, die nicht geimpft sind. Weil ein paar sind dabei, die haben wirklich gute Gründe und die darf man nicht mit allen anderen über einen Kamm scheren. Hier findet ihr Gründe, warum man sich nicht impfen lassen darf. Das sind nach diesem Video echt wenige. Und wenn ihr keinen meiner Zornausbrüche verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.